der ganz in meinen Augen weicht. Zu gebräulich einsinken, totschlage scheint erreicht. Eingehüllt in weißen Stoff, gib mich weißen Tage hoch. Auf weichem Samt bin ich gebettet, ein Auf und Tod liegt in der Luft. Plötzlich scheint ein Puls zu hören, mein Blut schießt wieder Wärme ein. Die Sinne scheinen neu gesammelt, ich riech das feuchte Erdenreich. Ich lauf eine Eichenwand, zwei Handbreit über dem Gesicht. Auf meiner Brust gekreuzte Hände, doch mich hören kann ich nicht. Die Enge und die Düsternis, nur Fragen über Fragen. Kein Zweifel mehr, ich fürchte mich, denn man hat mich begraben. Ich reise in die Dunkelheit, doch keiner kann mich hören. So wird die Angst nun Wirklichkeit. Lebendig begraben ist eigentlich ja, ein Lied über die Urangst, eine der Urangste des Menschen, lebendig begraben zu sein. Man wacht irgendwann auf und muss feststellen, man ist lebendig begraben. Das ist ein unglaublich unangenehmer Gedanke und in unserem Fall besingen wir eben oder bespielen wir eben dieses Thema, man ist jetzt lebendig begraben. Was macht man in dieser Situation? Eine nette Anekdote dazu ist, dass unser Aello während seines Einsings im Studio versucht hat, die Gefühle, die dieser Song ausdrückt, selber in sich aufzunehmen und dann aus diesem Gefühl heraus den Song zu singen. Und wenn man ihn heute darauf anspricht, wie war das eigentlich, deine Aufnahme bei Lebendig Begraben, dann schüttelt er immer nur den Kopf und sagt, ich will nicht drüber reden, weil er war in dem Falle dann für dieses Lied wirklich lebendig begraben und musste sich auch genauso fühlen. Und ich glaube, das war ein ziemlich intensives Gefühl. Aber ich finde, man hört es auch ziemlich gut auf dem Song, dass er, da kommt schon genug Gefühl durch. Willkommen in